Ja, hallo. Und willkommen zurück. Es kann nicht wahr sein, ne? Im laufenden Meter hier irgendeine Scheiße. Ihr forscht doch sowieso nicht. Forscht du? Muss diesen Mist echt Herr werden. Und ich weiß gerade echt nicht wie. Schwein. Einfach viel zu viele davon. Und hier Tierarztpraxis. Ich hab viel zu viel davon. Ich würde gerne einfach einen Schnitt machen und sagen, ey, bald die Weibchen. Männchen fliegen alle raus. Bis auf eins. Bis auf dich hier. Jo. Ja, ich kann aber. Ja, Spiel, ich weiß. Genau. Zack, zack. Du fliegst raus, du. Weibchen behalte hier alle schnell handeln. Ich behalte dich ja. Gut, ja. Das Beste. Du fliegst raus. Du fliegst raus. Wir müssen so viele Tiere einfach raus. Ich muss meine Ausgaben verringern. Siege. Gut. Tag. Du fliegst raus. Jo, langsam kommen wir wieder hin, wo wir hin wollen. Okay. Wir müssen die Geburtenkontrolle einfügen. Schwein. Erstmal Geburtenkontrolle. Gut. Ich möchte, dass du dich fortpflanzt und du dich fortpflanzt. So, dann haben wir das Schaf. Geburtenkontrolle. Zack. Du wirst dich fortpflanzen. Du wirst dich fortpflanzen. Schaf. Haben wir Ziege.
Geburtenkontrolle, danke. Ja, okay. Du und du darfst dich fortpflanzen. Es wird, es wird. Langsam werden wir dem Herr. Rind. Hochlandrind. Nee, du bist jung. Du darfst dich fortpflanzen. Ist der Esel. Esel. Das müssen wir so ein bisschen aufsplitten. Technikforschung. Aber Krankheiten erforschen sie gar nicht mehr, wa? Das ist wahrscheinlich ein Arsch voll zu tun haben, das Zeug wieder loszuwerden. So, die Leute sind wieder begeistert. So, das geht wieder hoch. Allgemeiner Wohlbefinden geht wieder. Das kommt. Das war eine Geburt, echt. Aber ich ändere nur die Farbe schnell. Kostet ja kein Geld. Dann passt das wieder zum Rest. Was? Es flacht langsam ab. Das habe ich nicht mehr ganz so. Habe ich nicht mehr ganz so wenig. So viel Schulden. Ja, er fordert meine Aufmerksamkeit. Krankes Tier entdeckt. Arzt holen. Nur noch 39 Tiere sind krank. Ich sag ja. Ich sag's ja immer wieder. Ernsthafte Verletzung. Oh, Geflügeltiere sind das Grauen. Au? Blauer V. Okay. Wird weniger, das ist das Schöne. Der Krampf ist vorbei. Hoffe ich. Schildkröten sind erstmal nicht so schlimm. Ja, denen geht's hervorragend. So, können wir von den Ziegen ausdünnen. Ich und dich. Unterwegs in die Praxis. Ja, so ein paar Ziegen sollte man schon haben. Half. Siedeln. Gut. Land scharf, okay.
Hillrendor scharf. Okay, 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 okay. Weg. Ich weg. Ich. Gut, nur noch 36 Tiere, die irgendwie Probleme haben. Mit irgendwas. Oh, es gibt, kommt Geld, es kommt Geld. Ich brauche einfach Geld. Jawohl. Lohnkosten müssten was geht. Bußgelder. 20.000. Das wird gleich noch interessant. Okay. Kommen wir denn irgendwie wieder auf den grünen Zweig? Denn hier irgendwie so einen Weg bauen? Biegen. Ein Mitarbeiterweg. Nee, du passt hier nicht zwischen. Hier. Nicht sage. Möchte eine Pflegerhütte haben. Negativer Einfluss. Jo, das passt. Die Pflegerhütte und eine Praxis. Ja. Du passt hier aber nicht rein. Das ist ein Problem. Haben wir da irgendwie an der Seite noch einen Eingang? Nicht. Baue ich hier eine Tür rein? Kann ich die kopieren? Klassische alte Tür. Knall ich hier eine Tür rein? Können wir das nicht schon irgendwie mal vorbereiten? Klassische alte Tür. Ich habe keine klassische alte Tür. Glastür. Einzeltür. Denn ich möchte ja gerne... Wir müssen eh ein bisschen Geld sparen, weil ich möchte gleich den Strom haben hinten. Ich möchte ja gleich Strom haben. Technik anfordern. Alle 9 Monate. Technik muss funktionieren. Och, Veterinärforschung. Hm, die feinen Herren. Es geht voran, ja, weil ich nicht mehr so viele Tiere habe. Die irgendwie Probleme machen. Aber wir könnten ja an sich ja schon mal möchten einen unsichtbaren Weg haben. Ohne Bordstein. Einfach weil es geht. Dass wir das schon mal so ein bisschen vorbereiten. So, wir brauchen noch
Gibt es da nicht? Wir müssen erstmal den hier vorbereiten. Eventuell. Hier können wir jetzt den Strom einfügen. Richtig. Hier könnten wir Strom einfügen. Ah, nein. Ja, die haben, das Ding hat ja keinen negativen Einfluss. Ich bräuchte nur Licht. Dann könnte ich das einfügen. Wie weit können wir rangehen? Dass es noch Sinn macht. Ja, das fügen wir jetzt erstmal ein. Neuen Arbeitsbereich. Ne, hey. Infrastruktur haben wir gesagt. Fliegt hier mit rein. Weil wir da ja auch Mechaniker und sowas reinhauen. So. Effekt. Und. Mach mal den großen. Ja, da können wir ja eigentlich schon mal sagen, wir machen was fürs Huhn. Wir machen jetzt zwei Arten. Wir machen jetzt den blauen V. Blauer V. Und das ist Sussex. Ja, du wirst dich jetzt erstmal um diese Krankheiten kümmern. Definitiv. Wir waren hier stehen geblieben. Moment. Heizkörper. Moment. Heizkörper. Mäßig, wir machen jetzt einfach nur 20. Das sollte reichen. 20? Dahin. Da ich dir aber die Optik davon nicht mag, werdet ihr verschwinden. Sollte ja trotzdem irgendwie heizen. Wir werden es ja sehen, wenn in Schnee fällt. Ernsthafte Verletzung. Okay, hier kommt ein Tierpflegedings noch hin. Tierpflegerhütte. Jetzt vielleicht einmal Tierpflegerhütte.
gut, Arbeitsbereich. Hier kommt Chicken und Geflügel. Geflügel. Dann haben wir Arbeitsbereich. Ja, alles gut, das kommt. Möchte mir den mal angucken. Arbeitsbereich bearbeiten. Esel. Okay, so haben wir Esel. Und Alpaka. Jetzt mal Schritt für Schritt alles wieder aufbauen. Finanziell, dass es mir gut geht. Mal rein. Dann müsstest du... Schabe. Ja, Chicken Cage nennen wir mal um. Gehege. Wollhausen. Gut, das haben wir. Hier haben wir ein Chicken Cage wieder. Hier haben wir Alpaka. Das fällt mir gerade hier ein. Der Gedanke ist gerade wieder weg. Okay. Wie geht haben wir? Ich brauche 4000 für so. Veterinärforschung. Wichtig. Aktive Krankheiten müssen behandelt werden. Mit Bordstein. Zack. 4000. Wir können das so schon mal umbauen. Wir haben es ja schon ausgewählt. Wir haben es ja echt schon ausgewählt. Rückzugsort. Klein. Hätten wir das? Dass wir jetzt hier in der Mitte sagen, wir machen das so, wir machen das hier. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das. Dann hätten wir jetzt alles. Und definitiv. Bei Futterschüsseln kriegen wir das hier noch irgendwie eingemogelt. Hier hin. Ja. So. Das nervt mich. Wenig Geld, ja. Drei Monate. Dafür ist es zu wichtig. Gut, welche Tiere jetzt außer Hühnchen haben noch Probleme? Meines... Oh. Eigentlich nur die Hühnchen, ne? Ja, alle.
Alles andere ist sauber. Geilo. Müsst ihr hier noch ein bisschen ausbauen. Ah, kommen wir noch ran? Kommen wir noch ran? Können wir da noch irgendwelche Tiere loswerden? Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube, wir müssen einfach irgendwelche Tiere jetzt nochmal loswerden. Haka 0, Chicken Cage 0. Okay, wir haben Esel. Wollhausen haben wir 17 Tiere. Schildis Pass, Schweinestall. Wir gucken mal. Schweine. Wir sollten sortieren. Raus. Aus. Ihr sowieso. Dann. Das Schaf. Das Schaf. Ich möchte dich behalten. Schnell handeln. Ziege. Ziege ist optimal aufgestellt. Okay. Was sagt Esel? Standard-Esel. Raus. Rind. Hochlandrind. Ja, dann kannst du hier einen sicher weg. Tschüss. Okay. Ich brauche definitiv. Was liegt es denn? Einnahmen. Einnahmen konnten wir echt massiv steigern. Aber kontinuierliche Ausgaben nicht. Ah, es bricht mir die genaue Abrechnung, wie das Genick, ne? Kein Tier mehr befallen. Nur noch die Hühnchen. Wir werden jetzt anfangen, die Hühnchen, kann ich die nicht hier sortieren, genau, zack. Ich das loswerde. Das drückt natürlich auf die Stimmung. Können wir das schon mal noch mal zumachen? Dass wir sagen, wir bleiben bei den keine gefährlichen Tiere. Hygienestation. Aktive Tiere. Oh, noch eine Hygienestation, ja. So. Welche Tiere? Ein Wohlbefinden. Stress. Okay. Gerade beschädigt. Du hast wenig Geld, das ist mir klar. Soll man irgendwie die Hühnchen wieder heilen können. Wie kann es jetzt schon wieder sein? Forschungszentrum. Wir gehen mal in die Geflügelpest. Hier ist eine Krankheit. Wie kann es jetzt schon wieder sein? Die Tiere. Wo hast du Stress?
Du bist eine Kilometer weit weg. Oder bist du das Problem? Oh, okay, wir kümmern uns dann das nächste Mal drum. Bis dahin. Ciao.